we going? Hallo Leute und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Wer wird Diamantionär? Hier ist euer Gastgeber, Basti Apple. Hallo. Und ich begrüße auch direkt unseren heutigen Gast, Suitak. Ja, hallo. 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 Ja, setzen. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Ja, freut mich dabei zu sein, dankeschön. Mhm. Wusste ich, dass dich das freut. Ja, weiß ich. Und Leute, es gibt endlich seit, keine Ahnung, 10 Folgen oder so wieder Sitzanimation. Ja! Zumindest der Gast hat eine Sitzanimation. Ja. Ich bin ja auch der Wichtigste hier, deswegen. Wenigstens etwas, ne? Gut, wollen wir direkt anfangen? Klar. Okay, ist natürlich noch leicht. Oh, die Scheiße hier. Und wir fangen an mit Frage Nummer 1. Es geht um 50 Diamanten. Und die Frage kommt von Mr. Zombie Soldier. Oh. Wofür steht FTB? A. Feed the Boss. B. Feed the Basti. C. Feed the Beast. Oder D. Feed the Babyschwein. Das ist natürlich Feed the Beast. Das ist richtig. Oh. Oh, Skiller. Ja, das war schon sehr schwer, muss ich sagen. Ja. Ich hätte fast einen Joker genommen, aber nur kann fast. Mich noch beherrschen. Nur fast, ne? Ja, nur fast. Okay, Frage Nummer 2. Es geht um 100 Diamanten und die Frage kommt von XDragonXD2210. Wie viele Items benötigt man für eine volle Rüstung? A. 23, B. 24, C. 25 oder D. 26? Ach du Kacke. Warte. Jetzt kommt der Mathe-Profi. Ja, jetzt muss ich hier Mathe profen vor allem. Warte, man braucht 4 für die Schuhe, dann braucht man 5 für den Helm, dann braucht man 8 für die Rüstung und man braucht 7 für die Hose. 24. Willst du das einloggen? Ja, klar. Ey, das ist richtig. Boah. Skiller. Ja, was geht ab? Wo hast du das nachgeguckt, Alter? Gerechnet. Wow. Ja, voll schwer. Hat er wahrscheinlich so eine übel Taschenrechner aufgebaut. Ja, ich hab mir alles hier schon. Nee. Also. Ja, komm, machen wir weiter mit. Ich hab das in meinem Brain. In deinem Brain. Machen wir weiter mit Frage Nummer 3. Es geht um 200 Diamanten. Und die Frage kommt von PlayKLP. Wie hieß Rotpilz alter Kanal? A. Felix Hardy Games, B. Dr. Felix, C. Felix Hardy Games oder D. Codepilz. Da ich gut mit ihm befreundet bin, weiß ich genau, dass das Codepilz ist. Nein, das ist natürlich Felix Hardy Games. Das war total unlustig. Aber ja. Richtig. Ich weiß. Aber sowas hätte ich auch gesagt, aber es lacht keiner drüber. Ja, aber doch. Da musst du jetzt so ein Lachen einblenden. So ein Publikumslachen, ne? Also, ho, 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 ho. Richtig künstlich einfach nur. Ja, so richtig künstliches Lachen. Machen wir weiter mit Frage Nummer 4. Es geht um 300 Diamanten. Und die Frage lautet, wer möchte nicht angesehen werden? A. Creeper, B. Spinne, C. Enderman oder D. Zombie? Ha, das ist der Enderman. Warum? Weil der sich sonst, weil der will, der verfolgt dich dann. Das ist richtig. Ja, aber der wird dann ein bisschen böse. Ja, und macht scheiß Geräusche, ich mag den nicht. Ja, das ist voll gruselig. Ich war heute in der Singleplayer-Welt, war auf Difficulty Hard und dann habe ich den angeguckt. Das war voll gruselig. Und ich habe den Fehler gemacht, ich war nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Und immer als ich zu ihm geschossen habe, hat er sich weggebet. Bin ich gestorben. Gut. So, wollen wir weitermachen? Oh, ja. Bist du bereit für Frage Nummer 5? Klar. Es geht um 500 Diamanten und das ist auch die Sicherungsstufe schon. Oh. Oder gut. Was heißt die, sondern eine Sicherungsstufe, eine von zwei. Bei mir ist ein Pfeil im Stuhl. Ja, das ist normal, das liegt einfach daran, dass du sitzt. Also, ach so. Das, darüber macht das Plugin das, dass du sitzen kannst. Frag mich nicht, wofür das sein muss, richtig aber... Richtig reingesteckt. So ist das auf alle Fälle. Ja, okay. Gut. Ich kann das Item auch auswählen. Ich dachte, jemand wollte mich abschießen. Nö, ist alles okay. Nö, ist alles okay.
Okay, also Frage Nummer 5. Es geht um 500 Diamanten und die Frage kommt von Felxom HD. Von welchem Mob kann man die Attacke kontern? A. Ghast, B. Skelett, C. Zombie oder D. Spinne? Das ist vom Ghast. Das ist richtig. Ja, ich bin Profi. Wie das denn? Wie? Wie das denn? Ach so, man muss einfach diese Kugel da zurückschlagen. Richtig! Gut. Machen wir weiter, du hast jetzt 500 sicher. Die kann dir keiner mehr nehmen. Frage Nummer 6. Es geht um 1000 Diamanten. Und die Frage kommt von MaximalGamer001. Was wurde in der 1.7 entfernt? Hast du dich schon damit befasst? Nee. Oh. A. Netherzaun, B. Löwenzahn, C. Schneegolem oder D. Rose? Ach du Kacke. Weiß ich nicht. Oh oh. Fuck! Ich hab bis jetzt noch fast gar nicht in der 1.7 gespielt. Was für Joker gibt's denn? Du hast einen 50-50-Joker. Ja. Ein Skype-Joker. Ja. Ein Internet-Joker. Ja, oh, das ist scheiße, Mann. Warum hab ich... Oh, ich hätte in der 1.7 spielen sollen. Scheiße, was waren nochmal die Auswahlmöglichkeiten? Netherzaun, Löwenzahn, Schneegolem oder Rose? Fuck. Ja, dann benutze ich den Internet-Joker mal. Dann google mal. Ja, mach ich. Warte. Neues Fenster öffnen hier. Was wurde in der 1.7 entfernt? Einfach mal so richtig stumpf eingeben. Alter. Bitte, hier muss irgendwas stehen. Hey, die schreiben hier so eine Scheiße. Hier steht, Herobrine wurde doch entfernt. Warte. Aber das ist ja nicht die... Das ist die 1.7.2, ne? Macht aber keinen Unterschied. Ja, aber die machen ja alle diese Alpha. Ja, du kannst ja einfach auch den deinen Minecraft-Launcher öffnen. Da steht das doch auch drin. Echt? Ja, klar. Im Changelog müsste das mit drin stehen. Oh, warte, dann mache ich das mal. Glaube ich zumindest. Da steht eigentlich alles drin. Fuck, Alter. Oder steht einfach nur drin, dass neue Blumen hinzugefügt wurden. Das weiß ich nicht. Neue Blumen wurden hinzugefügt? Echt jetzt? Ganz viele. Aus Sträuchern. Warte, dann öffne ich mal jetzt meinen Minecraft-Launcher. Boah, ich hoffe, da steht das. Sonst bin ich hier besser am Arsch. Warte, wo ist hier ein... Alter. Edit lots of... Hier steht nur Plus. So. Da steht echt... Remove Herobrine. Steht da echt jetzt. Ah, die Rose. Rose, sagst du? Ja. Das ist richtig. Warum wurde die denn entfernt? Die war doch immer so süß. Ja, dafür gibt es jetzt die rote Tulpe. Und Rosenstrauch. Was? Ja. Ohne Scheiß jetzt? Gucken wir uns gleich an Also jetzt, nachdem wir die Fragen abgearbeitet haben, ne? Ja. Gucken wir uns das mal an. Ich habe dir quasi, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ich habe dir gerade so eine Art 50-50 schon gegeben, als ich gesagt habe, da steht zumindest, dass Blumen hinzugefügt wurden. Aber hinzugefügt, hast du gesagt. Ja, ja, aber dann ist schon klar, dass... Das hätte ich auch nicht gecheckt. Ich habe mich einfach null damit befasst. Und ja, aber... Aber jetzt lese ich das immer. Ja, genau. Aber jetzt achtest du darauf. Ja. Gut. Machen wir weiter mit Frage Nummer 7. Es geht um 2000 Diamanten. Und die Frage lautet... Wie viele Hungerkeulen gibt ein gebratenes Schweinefleisch? Stehst du drauf? Ey, das ist doch scheiße hier. A, 4, B, 5, C, 6 oder D, 7. Das sind 4. Das ist richtig. Ja, das war klar. Ja, ich hab's extra leichte Antwort. Ja, wenn wärst du jetzt mit 3,5 oder so gekommen, da hätte ich schon so ein bisschen... Ja, aber normal. Ja. So, bist du bereit für Frage Nummer 8? Klar. Es geht um 4000 Diamanten. Und die Frage kommt mal wieder von Mr. Zombie Soldier. Oder Soldier. Ja, Soldier. Was weiß ich. Was konnte man früher nicht abbauen? A. Eis, B. Obsidian, C. TNT oder D. Mobspawner. Man konnte halt die anderen Blöcke zerstören, aber nicht unbedingt einsammeln, aber zumindest schon mal zerstören, weißt du?
Also es geht jetzt nur wirklich ums Zerstören. Ja, sag ich mal so abbauen und dann plopp, entweder droppt ein Item oder nicht. Aber Hauptsache, du haust ein bisschen drauf, damit es kaputt geht. Sagen wir es so. Und mit einem ging das nicht. Ja, okay, ich weiß. Entweder muss es der Mob-Spawner sein oder das Obsidian-Teil. Boah. Scheiße. Okay. Wenn du das sagst. Du mach mich nicht so unsicher hier. Denk doch mal ein bisschen nach. Was kann Eis? Eis kann zu Wasser werden. Richtig. Und was kann es noch? Schmelzen oder wie? Na, ja, das auch. Aber was noch? Rutschig sein. Ach so, ja. So, was kann Obsidian? Drum da stehen einfach. Ja, ein bisschen stabil sein, ne? Ja. So, was kann TNT? Ach! Ja, okay. TNT. Sagst du? Ja, weil man, wenn man das früher abgebaut hat, ist es immer explodiert. Und das ist richtig. Ja, da habe ich dir ganz schön geholfen bei der Frage. Ja, hast du mir ziemlich geholfen. Nee, aber früher war das einfach so, dass du Linksklick gemacht, als wenn du alles abbauen würdest, aber damit hast du es dann gezündet. Ja, stimmt. Das habe ich noch in Erinnerung von hier, German Griefer, die haben das früher immer gemacht. Eben. Tja, muss man nur drüber nachdenken. Ja. Okay, machen wir weiter mit Frage Nummer 9. Es geht schon um 8000 Diamanten und die Frage lautet, wie viele Leute sind in deiner Abo-Box? Die kommt immer. A3, Abo-Box. B4, C5 oder D6. Oh, das ist sehr schwer. Nochmal die Antwortmöglichkeiten? 3 bis 6. Okay, warte, ich habe 100%ig Fabi drin. Da habe ich noch Diane drin, unseren Zweitkanal. Das sind 3. Da habe ich Pix noch drin, das sind 4. Dann habe ich. Wen habe ich noch drin? Habe ich noch wen drin? Ich weiß es. Ich habe Flashtune LP, das sind 5 und. Habe ich noch einen drin? Scheiße, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es. Warte, das sind jetzt. Fuck, habe ich noch. Oh mein Gott. Ja, doch. Moselarzt. Das sind 6. 6, 6. Lock das ein. 6? Ja. Das ist richtig. Yeah. Dann hast du, glaube ich, ein zu viel gesagt. Nee, ich habe. Warte, Fabi ist einer. Dalian sind 2. Pix 3. Unseren Zweitkanal 4. Flashtune und Moselart sind 6. Ja, aber Codepilz war auch drin. Nee, der ist. Echt? Ist der drin? Guck mal nach jetzt. Warte. Oder es sind 7 und ich habe mich mega vertan. Komisch, warte. Felix drin? Was? Oder habe ich mich vertan? Dass Codepilz nicht drin ist. Nee, ist nicht drin. Der Codepilz ist nicht drin? Nee, es sind 6. Hatte der keiner so einen roten Avatar? Ah, ich habe ihn gerade in Skype angeschrieben, deswegen kam ich. Oh mein davon. Gott. Ich habe mich gewundert, was da fehlt. Doch, erschreck mich doch nicht jetzt hier. Aber die richtige Anzahl war es doch. Also, wo ist das Problem? Ja. Keine Ahnung. Ja, also. Du bist ein bisschen leise. Genau. Achso, bin ich gerade leise? Ja. Warte, ich guck mal nach. So, jetzt wieder. Ja, lassen wir gelten. Gut. Jetzt kommt wieder eine Sicherungsstufe. Ja, 16.000 oder? Richtig. Frage Nummer 10, 16.000, wie du gerade gesagt hast. Die Frage kommt von Lord of Beowulf 1 LP. Ah, okay. Und die Frage lautet, wie viele Slots hat eine Enderkiste? A9, B18, C27 oder D36? Oh mein Gott. Aber ich weiß, dass es genau wie eine normale Kiste ist. Aber das weiß ich jetzt nicht. Eine Kiste. Eine Enderkiste. Was war nochmal? 9, 18, 27, 36. Fuck. Was? Entweder sind das 3 mal 9 oder... Hä? Scheiße. Oh Mann, Alter. Könnte man theoretisch jetzt auch einfach sagen... Ja, ich hole jetzt einen dazu und der sagt so, der kann nachgucken in der Kiste. Würde es gehen? Klar, kann ja, dann, er nachgucken. Dann mache ich das. Also dann nimmst du deinen Skype-Joker. Genau. Okay, dann machen wir kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn jemand da ist. Jo,
So, da sind wir wieder. Mit dabei ist jetzt der Minecraft 1905. Hallo. Hallo. Ganz schüchtern. Hallo? Ja, die Frage, die Sui aktuell beschäftigt, lautet: Wie viele Slots hat eine Enderkiste? Ich glaube, die Antwortmöglichkeiten brauchst du gar nicht. Du gehst jetzt in dein Creative, machst deine Enderkiste hin und guckst bitte. So viele werden normal in einer Warte. Ja, das habe ich auch gesagt, aber ich weiß nicht halt, wie viele das sind. 27. Okay, das war auch eine Antwortmöglichkeit. Hast du nachgezählt? Ja. Gut. 9 mal 3 ist doch 27, oder? Ja. Und genau das habe ich auch gesagt. 9 mal 3, so, ich weiß nicht. Ich habe so mit 36 und 27 rumgespielt. Ja. Okay. Also, danke. Bitte? Geh. Danke und Geh. Tschüss. Flash Cash hier. Also, ich sag 27. Das ist richtig. Ey, Fabi, du bist bester Mann. Danke, danke. Jetzt gehst du. Okay, haut da rein. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. User disconnected so. From your channel. Und dafür hat er seine innere Ruhe dann gefunden, oder was? Ja, dafür hat er die innere Ruhe des Zählens. Die innere Ruhe des Zählens. Du bist schon wieder leise, was geht mit dir? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Warte, ich behalte jetzt meinen Pegel im Auge so. So, du hast die 16.000 jetzt übrigens sicher. Yeah! Hast aber nur einen Joker und nur 5 Fragen vor dir. Den 50-50, ne? Oh, scheiße. Das wird schwer. Schwer, ja. Machen wir weiter mit Frage Nummer 11. Es geht um ja? 32.000 Diamanten. Okay. Und die Frage kommt von Sir Java Gaming. Wer passt nicht dazu? A. Sipst LP, B. German Let's Play, C. Gomma AD oder D. Debito LP? Wozu? Ja, wer passt nicht zu den anderen dreien? Ja, dann German Let's Play, weil er nicht im Megaprojekt war. Nee. Hä? Es hat einen anderen Sinn. Sicher? Ja. Aber wozu? Real Life. Ach so, so meinst du das? Ach so, ja, die sind ja alle so Halbbrüder. Ja, irgendwie sowas, also, ne? Ja, Gomme dann. Dann sagst du Gomme? Ja, dann sage ich Gomme. Ja, ich dachte jetzt irgendwie so projektmäßig. Nee, Gomme ist richtig. Ja, aber wenn man die drei hört, dann weiß man, dass die zusammengehören. Da hat Gomme nichts zu suchen. Aber ich habe aber so erstmal so an Megaprojekt gedacht. Tja. Na gut. Ja. Lassen wir nochmal gelten. Lassen wir gelten. Hast ja sowieso richtig noch beantwortet dann. Ja. Ja, machen wir weiter mit Frage Nummer 12. Du hast dich mit der 1.7 nicht auseinandergesetzt. Vielleicht schaffst du es mit dem 50-50. Frage Nummer 12. Es geht um 64.000 Diamanten. Ja. Und die Frage lautet: Wie viele Verzauberungen gibt es für eine Angel? Ach du Kacke. Seit der 1.7 so gesehen halt auch, ne? A. Ja. 1, B. 2, C. 3 oder D. Keine. Eine, zwei, drei oder keine. Also, wenn du schon so fragst, dann glaube ich, dass wirklich auch welche dazugekommen sind. Da schließe ich erstmal die Null aus, aber... Alter, die Angel! Fuck! Scheiße! Ja, dann nehme ich wirklich den 50-50. 50-50? Okay. Ja. Soll ich ganz, ganz lieb sein? Ja. Okay, und übrig bleiben 2 und keine. Ja, dann 2. Ich war ganz lieb, ne? Ja. Das ist richtig. Danke. Aber boah, du hast keine Joker mehr. Wird schwer, ja, ne? Leider nicht, ja. Und also wenn ich jetzt falsch antworte, falle ich auf 16.000 zurück, oder? Ja. Scheiße. Oder du kannst ja auch nach Hause gehen, ne? Ja, ich bin aber schon zu Hause. Als Maul. Ja. Es geht weiter mit Frage Nummer 13. Vielleicht ist es auch deine Unglückszahl. Könnte ich mir vorstellen. 1,7 Wetten? Nein. Ja. Es geht um 125.000 Diamanten. Ja. Und diesen Zusatz von 1.7 habe ich erst neulich hinzugefügt. Auf alle Fälle, die Frage lautet nämlich: Wie hieß der Dirt-Block vor der 1.7 auf Deutsch? Der wurde nämlich, das habe ich erst heute Morgen festgestellt, in der 1.7 umbenannt. Okay. Der wurde einfach umbenannt. Keine Ahnung warum. Auf also alle Fälle, das Deutsche. Im Deutsch, also nicht laut Google Übersetzer, sondern in der deutschen Übersetzung von Minecraft. Okay. Ja? Und ich weiß nicht, ob es auch noch davor war, aber ich habe jetzt in der 1.6.2 und 1.6.4 nachgesehen.
Ja. Und wir nehmen auch in 1.6.2 auf, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal als Wert. Aber die Lösungsmöglichkeiten, die Vorschläge sind zumindest schon mal: A. Erde, B. Dreck, C. Dirt oder D. Matsch. Nee, Matsch war es nicht. Also du meinst jetzt, wo einfach Dirt, wo kein Gras drauf ist? Ja. Das andere heißt ja noch Gras. Ja, dann... Was war nochmal die beiden ersten? Erde, Dreck, Dirt, Matsch. Das war Dreck. Sicher? Erde? Oder Erde? Dirt? Dirt? Nein, Dirt. Dirt kann es ja nicht sein. War das Dreck oder war das Erde? Das ist hier die Frage. Fuck, gib mir einen Block. Scheiße. Das wäre zu leicht. Fuck. Nein. Ich weiß es nicht. Kann jetzt echt nur... Also wenn, dann entweder Dreck oder Erde. Fuck. Wenn du... Oh Mann, scheiße. Fuck. You have a problem, man. Ja, ja, sehe ich schon. Das ist nicht so gut, ne? Mm-mm. Dreck oder Erde? Meine Fresse, warum so schwer? Tja. Das ist, oh mein Gott, warte. Dreck? Oh! Jo, Mann, Alter, ich habe echt keine Lust, was Falsches zu sagen, ne? Ja, du gehst mit 64.000 nach Hause. Ja, das bin ich ja gerade im Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Oder du zockst. Ja, das kann ich natürlich dann auch machen. Aber ich würde schon gern noch ein bisschen weiterspielen, ne? Ist ja klar. Aber ob du ja, das ja, tust? Dann ich sag Dreck. Ich sag einfach Dreck. Du sagst einfach Dreck? Ja. Sicher? Ja. Matsch. Oh. Also ich weiß jetzt nicht, die Frage ist formuliert vor 1.7 und vor der 1.7 war auch 1.6. Also jetzt, wir gehen von 1.6 aus, ne? Und du gesagt, ja. Dreck? Also das habe ich jetzt hauptsächlich gesagt wegen den Zuschauern, weil es nur in die Raum. Aber in der Alpha 1.52 hieß das aber auch noch Matsch. Echt, jetzt hieß das Matsch dafür? Ja, keine Ahnung, sagen die später noch. Irgendwie sowas, irgendwas finden die schon. Nein, wir gehen jetzt einfach von der 1.6 aus, okay? So, also, was sagst du? Dreck. Was waren nochmal die ganzen Antworten? Erde, Dreck, Dirt, Matsch. Dann ist es Dreck. Dreck lockst du ein? Ja. Ja, dann hast du doch nur 16.000 gewonnen. Scheiße, was? Dirt? Ja. Was? Gönn dir den. Da, er liegt, ja. Oh. Da. Scheiße, wie komme ich runter? Keine Ahnung, bisschen Mischung aus Sneaken, rechts, linken. Ich komm nicht raus! Sneaken, rechtsklick auf den Block, sneaken, springen, laufen. Es geht nicht! Eine Mischung daraus halt. Was? Du schaffst das! Du schaffst das! Ich hab eine bessere Idee. Gut. Nee, Alter, ohne Scheiß. Ja, guck doch drauf, er ist Dirt. Ja, ich seh's, aber oh mein Gott. Er ist einfach Dirt. Wir sind in der 1.6. Es ist ja vor 1.7, da ist nichts falsch. Das 1.6.4 hat's auch noch. In der 1.7 heißt es Erde. Okay. Kann auch daran liegen, dass es jetzt ja das Grassless Dirt gibt, also wo kein Gras drauf wachsen kann. Ja, das ist aber, es ging ja von der deutschen Übersetzung und der hat einfach keine Übersetzung? Der hat einfach keine Übersetzung, nein. Oh mein Gott. Das ist genauso, da kann ich dir Frage stellen, woran Dena gescheitert war. Wie heißt der Dispenser auf Deutsch? Dispenser? Ja. Lol, das ist doch behindert, warum übersetzt sie das nicht? Nein, Dispenser ist übersetzt. Aber echt? mit Spucker, Schießer, Werfer oder Schleuder. Was ist denn das? Ja, Spucker, Spender, Schießer, Werfer. Ja, Spender oder was? Spender, ne? Hättest du auch nochmal gesagt, ne? Hier. Ja, ist aber Spucker. Nee. Ja, ich guck dich doch nicht aus. Warum setzt du dich auch? Dispenser, einfach. Nö. Hier steht Dispenser. Ach, ich habe auf Deutsch, auf Englisch. Ja. Stell mal auf Deutsch, ob dann auch dein Dirt immer noch heißt. Derp. Oh, Alter, mein Minecraft wird fast gecrashed. Werfer, Alter, wo ist denn der Dirt-Block? Der ist einfach Werfer.
Für behindert. Und der Dirtblock, hast du keinen mehr? Nee. Hier. Getroffen. So, ja. Scheiße, Alter. Ja, immer noch Dirt. Ja, Dirt. Richtig merkwürdig. So, du kannst mal slash U machen und vielleicht auch mal reloggen hier, ne? Ach so, ich nicht. Ach so. Ja, Odin Crafter hat mich heute gespielt. Den seht ihr da. Da ist er. Da kannst du ja auch muten und Hallo sagen. Hallo, ich bin der Woodencraft. Gut, ja, ich schreib dich nochmal schnell hinten auf. Du bist von 125.000 auf 16.000 runtergefallen. Scheiße, ey, boah, scheiße. Ich wollte doch hier die 2 Millionen knacken hier. Clay, ich schreib einfach mal Claycraft und Zuitak auf, ne? Ja. Von 125.000 auf 16.000. Fuck that shit, Alter. Das ist auch wieder so ein Grund, warum ich die Frage gestellt habe, weißt du? Aber das ist so gemein, einfach die Frage, wie heißt der Dirtblock auf Deutsch? Diesen Blaze? Ja, er hat sich einfach nur in Blaze verwandelt. Ach so. Das ist Besonderes. Stopp, töten! Siehst du? Siehst du? Er hat dich angelogen. Nein, ich lauf weg! Nee, scheiße auf jeden Fall. Ich bin ein Babyschaf! Ey, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wow, übertreib erstmal wieder instant. Er übertreibt, guck mal. Schlagen. sowas ist ja scheiße von denen. Scheiß, warte, wer macht das jetzt hauptsächlich? Notch oder Jab? Beide sind Notos. Scheiße. Beide sind scheiße. Ja, ich glaube nicht, dass die übersetzt haben, ne? Nee, ich weiß, aber ich weiß generell nicht, wen die da haben, der den irgendwie Minecraft in 50 Sprachen übersetzt. Es gibt Minecraft in Klingonisch. Nee. Oder gab's? Es gibt Google auf Klingonisch, aber nicht Minecraft. Doch, Minecraft gab's auch mal. Minecraft gibt's auf Piratisch. Minecraft gibt's auf Klingonisch. Ja? Siehst du? Ja. Na, wer ist hier der neue Ansager hier, der die Fragen stellt? Wo, ich. Wo? Ist das Klingonisch? Steht hier Klingonisch dann oder? Norsk? Ich sehe kein Klingonisch. Oder ist das, keine Ahnung, das, wie das hier heißt, mit den merkwürdigen Zeichen? Ja, über Hrvatski. Hä, Watski? Rwatski oder IL? So. Ja, keine Ahnung, eins von den beiden. Egal. Schade. Schade, egal. Echt schade. Und wenn's mit dabei ist, mir Latte. Gut, ja, noch irgendwelche letzten Worte? Ja, natürlich schade, dass ich hier sowas nicht geschafft habe. Ich hätte nach Hause gehen sollen. Hätte. Aber, naja, trotzdem danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht, trotzdem. Oh, ich den Däner. So, jetzt ist gut. Niemand will den Däner stehen. Darf ich auch noch was sagen? Ja. Zuitak ist homosexuell. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine dreckige Lüge. Warte, habt ihr eigentlich Chatverkehr gehabt? Nee. Nö. Nein, das ist voll interessant gewesen. Als Gomme hier war, haben einfach die im Publikum saßen, also da hatte ich ein paar echte Leute im Publikum sitzen, die haben einfach während der Show mit dem geschrieben. Ach so, dass er Antworten kriegt, oder was? Ja, ab und zu hat er auch mal einfach, haben die mal eine Antwort rausgehauen oder sowas. Also nicht bei Gomme hat keine gekriegt, aber so ab und zu kamen auch mal einfach Antworten über den Chat. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Gut, ja. Das war's von der Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Tschüss!